Hallo, gute Nacht. Martin hier, ich grüße euch. Patchwork, COT-Besprechung, Gold. Wenn heute in meinem COT-Club, der immer jeden Samstag stattfindet für die Members, 9:30 Uhr bis 11 Uhr, diskutieren wir sehr intensiv den COT-Report. Und ich würde auch jetzt gerne einige Ideen hier der YouTube-Community weitergeben. Wenn die COT-Daten nicht aktuell sind, kann man mit Hilfe der vorhandenen Daten, also die man hat, unentsprechende Levels, ne, ein mögliches Szenario bilden. Ja, es ist jetzt 1 Uhr Nacht, bin etwas müde nach einem 15-Stunden-Tag. Trotzdem mache ich kurz dieses Video, denn es ist jetzt ja auch sehr spannend. Denn die COT-Daten werden auch immer aktueller. Was ich damit meine, führe ich jetzt gleich nochmal am besten in der Praxis aus. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan vom ADX Parabolic Bollinger Bänder. Und diese drei in Kombination geben mir einen sehr guten Überblick über entsprechende Levels, ja, wo entsprechend ein Trend stärker wird, schwächer wird, wo es Überkaufssituationen gibt und anderes. Und interessanterweise ist, und da habe ich auch oder diskutiere ich auch sehr intensiv in meinen Coachings, dass gerade der Weekly ADX sehr, ja, also nahezu, einmal, ja gut, was kann man das beschreiben? Nur sehr nah an der Positionierung der entsprechenden Marktteilnehmer herangeht. Also sprich, gerade wenn es zu entsprechenden Bewegungen, praktisch Trendstärken sich entwickeln, da interessanterweise, wenn man dann den COT-Report sich anschaut, finden dort zu diesem Zeitpunkt genauso die Positionierung statt. Warum? Das muss auch so sein, denn ohne die Positionierung der größeren Marktteilnehmer kann es auch keine nachhaltige Preisaction oder Trends geben. Total simpel. Auch die Seasonals werden im Übrigen hier gemacht, denn Seasonals hin und her, wenn jemand nicht versteht, wie sich die Großen positionieren. Oder anders ausgedrückt, wenn die Großen sich nicht positionieren, entsteht auch kein Seasonal, denn man weiß ja nicht, ja, in welchem Preislevel wir uns jetzt dieses Jahr befinden. Es kann ja sein, dass die Commercials entsprechende Preislevel in einem Jahr für hoch erachten und vielleicht dann ja keine entsprechende Position eingehen und dadurch ein Seasonal vielleicht ab und zu mal nicht funktioniert. Und wir halten uns hier im COT-Report einfach an der Wurzel auf. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man dieses wichtigste Tool, was es eigentlich in der Trading-Welt gibt, denn viele wissen eigentlich auch gar nicht, wie es entstanden ist. In den 70er Jahren, 80er Jahren, auch Stephen Breese, ein bekannter Buchautor, hat ja die CFTC damals angeschrieben und gesagt: Hey, das ist nicht transparent genug, wir wollen hier Daten haben. Da war das damals noch per Post einmal im Monat gekommen. Und also im Laufe der Jahre hat sich das eben ja bis hin zum wöchentlichen dann entwickelt. Und wir nehmen das zu selbstverständlich oder anders ausgedrückt, jetzt einfach hier zwei Linien zu machen: Commercials Long, Commercial Short, Manage Money Long etc. finde ich ein bisschen zu einfach. Die CME Group, oder anders ausgedrückt, nicht einfach, sondern wenn jemand in den Märkten ja erfolgreich sein will, autark, selbstständig, ohne dass er ja abhängig ist von irgendwelchen Zeitschriften, muss er natürlich auch etwas Kraft erstmal investieren, um die Dinge zu verstehen. Seltsamerweise bei
allen anderen Berufen funktioniert es und beim Trading nicht. Da möchte man es ohne Studium machen. Und wenn man diese Dinge aber versteht, dann also wie kann ich das erklären? Dann ja, bist du nicht abhängig. Du kannst dir, so wie ich das jetzt auch vorstelle, dir so ein bisschen deine Welt dann auch zusammenbasteln, was auch Sinn macht. Ja. Wir sehen hier den Goldmarkt. Das ist jetzt hier die CME Group. Da gibt es eben das kostenlose COT-Tool und das ist sehr, sehr intensiv aufbereitet. Also man kann hier, und das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle jetzt nicht tun, man kann hier ganz verschiedene, ja, Einzelpositionen anschauen, Linien, ja, was weiß ich, alles Mögliche, das kann man ja mal ein Webinar draus machen. Wichtig ist, für uns sind die Marktteilnehmer. Und das ist jetzt hier schon Managed Money Gruppe. Jetzt gehen wir hier nochmal in die Gesamtposition. Da haben wir die Producer, Swap Dealer, Managed Money, Other Reportables. In dem Fall interessieren uns hier vor allem Producer, Managed Money. Die Swap Dealers interessieren mich nicht. Warum interessieren mich die Swap Dealers nicht? Tja, mich interessieren die Producer. Mich interessiert Managed Money. Warum? Producer, das sind die Waren, die echten. Ja, Hersteller oder Profis, die mit dem, ja, mit der Basis, mit dem Underlying, mit dem Wirtschaftsgut zu tun haben und die haben ein sehr, sehr kraftvolles und großes Informationssystem. Und Managed Money spekulieren, ja, sie sind auch sehr klug ausgetüftelte Systeme. Und wenn diese beiden Gruppen hier grün und rot entsprechende Position einnehmen, das bewegt die Märkte. Jetzt gibt es nur etwas dazu zu sagen. Diese Marktteilnehmer denken nicht in Stunden, in Tagen, in Wochen vielleicht schon, aber eher in Monaten. Und sie haben unendlich große Möglichkeiten, Positionen aufzunehmen. Commercials im Grunde unendlich. Sie müssen natürlich ein bisschen nachweisen, wenn Sie da 100.000 Gold Future Short gehen, dass Sie auch so viel Gold haben. Ja, das wird auch streng kontrolliert. Und Sie dürfen auch nur hedgen. Das heißt, eigentlich spekuliert ein Commercial gar nicht, sondern er hedgt nur. Seine Motivation ist der Hedge. Das heißt, wir müssen ihn verstehen. Wir müssen verstehen, was ist seine Motivation und wie positioniert er sich bei bestimmten Levels. Wir sehen zum Beispiel hier, das ist das zweite, was uns interessiert, eine Extrempositionierung. Wir sehen hier zwei Levels, Long und Short, Minus und Plus. Das sind Positionierung 200.000, also in 100.000 Schritten der Marktteilnehmer. Und das sind Short-Positionen. Wir sehen, der Future-Preis ist die gelbe Linie, dass die Commercials eigentlich immer Short sind. Sie können eigentlich gar nicht long sein. Ja, das ist auch so ein bisschen eine falsche Information im Internet, auch von Profis und langjährigen Tradern, nicht richtig wiedergegeben. Die Gesamtheit der Commercials, und darin stecken natürlich auch Commercials, die die Ware verarbeiten, aber das sind meistens weniger als diejenigen, die die Ware, die Grains, ja, oder Gold oder so besitzen. Die müssen immer Short sein. Ja, sie müssen immer Short sein, weil sie die Ware, das sind ja Ware Long und sie dürfen per Definition der CFTC nur hedgen. Die Managed Money Seite, das sind Spekulanten. Ja, die besitzen die Ware nicht, sondern die verdienen ihr Geld mit Spekulation. Die müssen Recht haben. Sie müssen einen Trend erkennen. Sie müssen verstehen, was die Commercials, nein, anders ausgedrückt. Sie müssen beobachten, wie sich die Commercials verhalten bei bestimmten Preislevels. Das ist schon mal interessant, ne? So, wir sehen hier folgende Konstellation. Der Markt ist natürlich in den letzten Wochen ziemlich stark gestiegen.
Das ist jetzt aktuell der 19.2. Es fehlt noch knapp eine Woche. Also das 19.2. sind die Positionierung. Also wir uns fehlt. Entschuldigung, das ist der März. Das ist der 19. Das heißt, eine Woche fehlt uns noch. Die werden wahrscheinlich jetzt aufgearbeitet. Also nächste Woche dürfte mal, glaube ich, aktuell sein. Und ich denke, in diesen einer Woche wird sich jetzt nichts viel Drastisches ereignet haben von den Positionierungen. Aber lasst uns jetzt mal ganz interessanterweise schauen, wie wir an die Sache, ja, herangehen können. Jetzt habe ich übrigens was vorbereitet, habe das aber scheinbar gar nicht reingemacht. Weiß nicht warum. Warum habe ich das nicht reingemacht? Wartet mal kurz. Hier haben wir eine Vergrößerung, das ist ein bisschen einfacher. Und wir sehen hier, das ist nämlich sehr spannend, ist auch vielleicht die Begründung, was heute so passiert sein könnte. Und lass uns gemeinsam, ja, herausfinden, was oder wer den Markt jetzt gegebenenfalls ein bisschen korrigiert hat. Man sagt, also nicht nur man sagt, sondern das ist so, die Spekulanten machen die Trends und die Commercials, ja, mit ihren Positionen machen die Turns. Bedenkt immer, es ist etwas Zeitverzögert, es ist kein Timing-Tool. Ne? Nochmal, die Commercials können unendlich lang aussitzen und abwarten, denen macht es überhaupt nichts aus. Die brauchen nicht die $50. Für uns, wenn wir einen Future Long gehen und der Markt bewegt sich $10, sind es 1000. Das interessiert den Commercial eigentlich weniger. Das heißt, die denken so in 40, $50 Schritten in der Form. Nur, dass man halt mal eine Vorstellung hat, in welchen Märkten wir uns bewegen. So, das heißt, wir können in einem gigantischen Aufwärtstrend sein und trotzdem könnt ihr Geld verlieren mit einer Long-Position. Weil vielleicht in einer kleinen Welle hier, in einer kleinen, ja, wie hier zum Beispiel, Phase kommt, wo einfach Gewinne mitgenommen werden oder hier. Ne, aber im Grunde das Peanuts sind für die Großen. Ne. Aber man muss dann natürlich hier natürlich in diese Wellen natürlich schon ins Timing gehen. Ne, oder halt in die Optionswelt, dass man diese Rücksetzer ein bisschen aushält. Denn es bestehen ja drei Teile des Tradings, des Analysierens, dann die Zielsetzung und dann das Money Management. Ne, alles, es geht alles ineinander über. Du kannst tausendmal recht haben, wenn du ein falsches Management hast. Und nur einmal Unrecht hast, kann es dir deine ganze Performance zerstören. Du kannst aber auch 60 Mal Unrecht haben. Mit einem guten Money Management hast du vielleicht immer noch dein Kapital oder nur ganz wenig verloren. Das heißt, da muss man die entsprechende Mischung finden. Oder die Kombination stärken, optimieren. Das soll man sich die Kraft investieren. Da soll man die Kraft investieren und nicht die Frage, wohin geht der Markt, sondern in Wahrscheinlichkeiten denken, Situationen denken. Anders geht's nicht. Manage Money hier und wir bilden eine bullische Schere. Das ist positiv für Gold. Ja? Auch wenn es ein bisschen übertrieben ist. Und bedenkt, wir haben gesagt, Commercials machen die Shorts. Hier ist die Short-Position der Commercials noch nicht short genug. Es könnte jetzt folgendes Szenario heute geschehen sein. Was ist eigentlich heute geschehen? Heute, der Goldpreis, die Woche war jetzt sehr, sehr rot, ne? Fast $35 hier nochmal abgegeben. Interessanterweise, aber das ist der Abwärtstrend, Entschuldigung, der Aufwärtstrend, der momentan immer noch intakt. Das bedeutet, dass wir hier runtergekommen sind und jetzt stellt sich folgende Frage, ne? Wer hat jetzt was gemacht? Ne? Und um das zu beantworten, wir können es natürlich nicht beantworten. Nächste Woche sind wir schlauer. Deswegen mal dieses Video. Ihr könnt es ja dann im Nachhinein natürlich nachverfolgen, wie es denn tatsächlich war. Und dann hat man auch ein Gefühl, was gegebenenfalls wieder kommen könnte. Denn würden die Commercials oder hätten die Commercials bei diesem Level, ja, bei diesem Preislevel gesagt, dieses Preislevel ist uns
sehr, sehr hoch. Das ist für uns jetzt momentan. Dann müssten Sie hier drastische Short-Positionen eingegangen sein in dieser Woche. Also dann hätte ich erwartet, dass wir nächste Woche sehen, dass die Commercials so ziemlich tief sind, ja. Und dann hätten Sie hier den Turn sozusagen gemacht. Warum? Sondern Managed Money weiß ja nicht, was die Commercials wann machen. Oder besser ausgedrückt, sie wissen nicht, welches Level die Commercials als Beispiel hoch erachten in dem Fall. Das heißt, jetzt gehen zwei Sachen wahrscheinlich ineinander über. Die Commercials können sich gesagt haben, das ist uns zu hoch, wir verkaufen hier. Was machen sie denn? Die Commercials haben ja hier Geld verdient mit ihren Positionieren. Die haben ja Gold, die haben ja die Ware. Und die locken jetzt sozusagen Gewinne ein, indem sie hier massiv Short-Positionen eingehen, Short-Future. Wenn der Markt nämlich dann fällt, was er dann halt auch tut, je nachdem, dann werden sie ihre Positionen glattstellen. Das findet dann hier statt, ja, während dieser Phase. Und im Idealfall hätten sie keinen Verlust, gegebenenfalls natürlich noch einen Gewinn, den wahrscheinlich alle Gewinn machen, das ist in der Form klar. Denn die CFTC sagt nicht, dass du als Hedger keinen Gewinn machen darfst, sondern du darfst nur hedgen. Aber wenn man richtig hedgt, macht man immer einen Gewinn. Das ist der Punkt. So. Das wäre dann, wenn das so wäre, momentan kein gutes Szenario für die Bullen. Das heißt, wenn nächste Woche hier die Kerze hier rot ist, könnte das noch ein bisschen länger dauern, der Abwärtstrend. Wenn der rote Bereich nicht ganz so drastisch ist, sondern nur ein bisschen, ist das für mich ein bullisches Zeichen. Dann käme das zweite Szenario, dass natürlich hier die Long-Seite, die Spekulanten ein bisschen Gewinnmitnahmen gemacht haben. Ja. Und dann wäre aber auch hier das Verhältnis soweit wieder okay und dann wäre auch wieder Luft, wir hätten natürlich dann auch hier die Commercials nochmal, ihre Netto-Short-Position bis zur Extremposition auszubauen und wir wären wieder im bullischen Mode. Und interessant ist jetzt das Level, was jetzt gerade hier aktuell, wo wir genau jetzt stehen bleiben. Denn wir haben den letzten Report. Entschuldigung, wenn ich so hin und her springe. Das muss ich jetzt hier rüber jetzt wieder. Was sag mal. Ah, Kinder, warte mal. Den letzten Report hatten wir. Nicht den letzten Report, Entschuldigung. Die interessante, die Bullenschere war es schon im November. Über die Nulllinie sind wir hier bei Managed Money am 4.12. gekommen. Und am 22.01. ne, haben wir hier das Level. Ne, das ist der 12.02. Also wir haben hier sukzessive höhere Hochs. Ne, höhere Hochs. Ne. Und jetzt stellt sich die Frage, wie tief sind jetzt hier die Positionierungen bei den letzten Levels. Und wir schauen jetzt mal an, letzte Bewegung 22. Ja. So, das wäre jetzt hier im Daily der 22. Das wäre jetzt hier dieser Bereich. So, an diesem Tag, also sprich hier, diese Woche hatten wir noch einmal. Ist die bullische Schere noch etwas weiter aufgeklafft, deswegen kamen wir ja auch in den Trend. So, und da sind wir jetzt drin. So, wir haben aber nicht dieses Level unterschritten. Versteht ihr? Wir haben nicht dieses Level unterschritten, sondern wir sind nicht weit weg, aber immer noch, vielleicht sagen wir mal, grob $20 entfernt. Und das ist gut. Momentan noch,
Denn das könnte jetzt uns dazu verleiten zu sagen, okay, wahrscheinlich haben die oder hat Managed Money hier nicht extrem abgebaut, sondern gegebenenfalls nur ein bisschen und wir wären immer noch jetzt in der Bullenschere hier drin. Ja, was wiederum bedeuten würde, dass wir hier eine schnellere Korrektur kriegen könnten. Das garantiere ich euch. Wenn die Commercials nicht extrem short geworden sind hier, es dauert erfahrungsgemäß ein bisschen länger. Und wenn Managed Money hier, aber Managed Money ist nicht long geblieben, das heißt, die sind ja auch nicht doof, die haben natürlich an irgendeinem Punkt schon gemerkt, die sehen das in der Optionswelt, die sehen das an vielen verschiedenen Sachen, die wir nicht sehen. Die würden dann natürlich auch sagen, oh, die Commercials fangen jetzt an zu shorten, wir fangen jetzt auch hier an zu verkaufen, bevor wir, ne, tiefere Preise haben und dann hast du halt eben diese Abwärtsspirale, dann hast du halt eben solche Tage. Das sind 3, 4 Tage. Das ist halt, hier glaube ich, war eine Entscheidung und interessanterweise ist der 26. Februar welcher Tag? Der Dienstag, komisch, ne? Das ist der Reporttag. Und nach diesem Reporttag am Mittwoch, Donnerstag, Freitag ging es ab. Also was werden wir sehen nächste Woche? Das heißt, wenn der COT-Report aktuell ist, und zwar vom 26. Februar, und dann sehen wir noch den 9. Also nächste Woche, das muss ich aber mal nachdenken, also die von dieser Woche sehen wir, von nächster Woche auch, aber es ist kein Zufall, dass das komischerweise nach dem Dienstag passiert ist. Aber es ist nicht stark genug, um zu sagen, dass jetzt hier ein kompletter Trendbruch ist. Denn wir haben hier momentan die technische Seite. Die können wir jetzt zu Hilfe nehmen. Wir sind außerhalb der Bollinger Bänder. Haben wir jetzt gesettelt. Und wir haben keinen kräftigen steigenden ADX. Das gibt Hoffnung, dass praktisch die mittleren Bollinger, also ich sprich 13, 10, 12er Bereiche, wieder schnell anvisiert werden könnten. Das ist das realistischste Szenario, was es jetzt was ansteht. Wir hatten hier auch Optionsverfall an diesem Tag. Das heißt, der Markt hat sehr wahrscheinlich bis zum Abverkauf auch aufgrund, also das, ja, auf den Optionsverfall gewartet. Das ist immer so. Meistens nach einem Optionsverfall gibt es erstmal so Orientierungstage, sage ich mal, nenne ich es immer. Warum? Na, das sind Hedging-Tage, das sind Positionsveränderungstage, vor allem der Optionswelt. Die Optionswelt ist viel größer als die Futures-Welt. Besser gesagt, Optionen sind ja Futures, zukünftige Futures. Ja. Optionen sind ja zukünftige Futures, bedeutet, wenn du jetzt bei 1400 einen Call kaufst oder einen Call verkaufst, dann handelst du ja dort einen Future. Und wenn du jetzt hier zigtausende oder hunderttausende Open Interest hast in allen Optionsmärkten, dann ist es deutlich mehr als Futures, die unterwegs sind. Also was machen die Profis? Naja, die passen erstmal die zukünftigen Futures an, damit sie nicht ja, entweder geliefert werden oder damit sie geliefert werden. Ja? Deswegen passen die eben nach diesen Optionsverfalltagen ihre entsprechenden Positionen an und deswegen rutscht dann auch so ein bisschen der Markt. Ne? Die Profis sind so gehedged, das spüren die gar nicht, solche Bewegungen, wenn sie Long oder Short Futures sind, weil sie aus der Optionswelt entsprechende Delta und Theta rausquetschen, was das Money Management und GNV dann entsprechend positiv natürlich beeinflusst. Deswegen, das sind nur die, ja, diejenigen, die naked oder die die Ware halt haben und nicht abgesichert sind, die erleiden dann halt eben diesen Verlust. Es ist einfach nur eine Preisbewegung, sonst nichts. Ja. Ich vermute, dass wir da natürlich erstmal hochkommen. Der Montag sollte ein bisschen massivier startet, aber ich denke, im Laufe des Tages sollte mir wieder in die Bollinger reinkommen. Ihr könnt es dann feststellen, wenn wir im unteren Bereich bleiben, könnte es noch wackelig werden. Wenn wir schneller hier rebounden, könnte man auch schneller hier wieder über die 13er kommen. Aber wir werden erstmal eine kleine Seitwärtsphase kriegen, auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass die Dynamik hier so weitergeht. Wenn sie weiter ginge, dann schaut euch das Level an. Wenn mir die 100, die 1280 unterschreiten, dürfte das schwieriger werden.
für den Goldmarkt. Noch ist es nicht so weit. Also wir sehen, wir haben jetzt, ohne dass wir die aktuellen Daten haben, so ein bisschen mal die Vergangenheit angeschaut, ne, und haben versuchen durch, also mit Hilfe der Positionierung, des Wissens um die Marktteilnehmer, des Wissens um das Verhalten der Marktteilnehmer, dann auch ein paar technische Indikatoren, Price Action, wir nehmen die Optionswelt, das Optionsverfall, das kommt alles, also ist alles ineinander, greift alles ineinander. Und ja, also ich habe auch im Club jetzt ein Echtgeld-Trade laufen und den könnte ich vielleicht kurz, jetzt nicht jetzt, sondern im anderen Video, grob auch mal sagen. Wir sind nämlich hier schön long gegangen, weil ich immer noch glaube, dass der weekly, monatliche Aufwärtstrend noch intakt ist. Ich habe 3-4 Monats Trade hier mit Optionswelt gemacht und da ist das Timing nicht so ganz relevant. Ne? Ich habe mir gedacht, wir sind oberhalb der Bollinger, auch hier der monatliche Aufwärtstrend ist auch noch voll intakt, ist alles noch im grünen Bereich. Ne? Nur sachte, sachte. Und das Interessante ist, vielleicht nur zwei Sätze, dass wir mit dem Future, oder anders ausgedrückt, wir hätten oder wir würden sofort einen Gewinn machen beim nach einigen Ticks mit dem Future. Und jetzt kommt mit entsprechendem Money Management, sprich Optionstechniken, haben wir statt, ne, ich glaube, der eine Future hat jetzt bei 13,40 haben wir den August, glaube ich, 3.000 minus hat der Future, 3.500 minus, aber wir haben nur 300 realisiert. Nein, wir haben nicht realisiert, also wir haben nur 300 minus. Also nicht mal 10%. Jetzt würdet ihr sagen, das ist vielleicht nicht so spannend. Es ist sehr spannend. Es ist, finde ich, einer der, ich werde jetzt morgen im Club eine Extrasitzung machen, 2 Stunden am Nachmittag, weil ich eines der interessantesten Trades der letzten vielen Jahre von mir. Ja. Und das Tolle ist, ich zeige ja im Club nicht, wenn es gut geht, das machen ja alle, sondern wir machen ja Trades, wo wir gerade in den schwierigen Zeiten, wo ich zeigen kann, was man alles machen kann, bevor man aufgibt. Also wir begrenzen sowieso das Risiko erstmal immer wieder mit der Chance, gutes Ergebnis zu erzielen, denn wir versuchen unser Kapital zu erhalten und aus der Rendite oder der Gewinn kommt aus diesem Kapitalerhalt. Das Risiko in der Form wird nicht so eingegangen wie bei anderen Methoden. Man muss aber ein bisschen der Optionswelt mächtig sein und ein bisschen in sich selbst investieren, in ein bestimmtes Wissen. Und deswegen sage ich es euch. Um Geld zu verdienen, muss man entweder wirklich sehr gut sein, das Timing perfektionieren und auch das ein bisschen durchstrecken, psychologisch überwinden können, dann funktioniert es. Oder ihr investiert in die Optionswelt, in bestimmten Absicherungstechniken, dann ist euch, sind solche Bewegungen euch völlig wurscht. Denn wenn ich euch jetzt noch das sage, glaubt mir sowieso keiner, wenn der Markt hier eröffnet, bei 12,60 am Montag, dann bin ich ungefähr 2000 plus. Also ich habe eine Position aufgemacht, wo ich hier mit einem Delta von 0,6 long bin, hier in diesem Bereich einen von vornherein definierten Verlust von maximal 500 habe und wenn er weiterfällt, der Verlust sich verkleinert bis hin zu einem weiteren Gewinn. Also mir ist es im Grunde, versteht ihr, in den nächsten 2 Wochen völlig wurscht, was der Markt macht. Völlig. Ich sitze ruhig da, überlege, wie ich es optimieren kann und wenn der Move kommt, werde ich es irgendwann mit Gewinn schließen und mache den nächsten Trade. Das nenne ich zum Beispiel kluges Trading, das aber erst entstehen kann, wie gesagt, wenn man in sich selbst investiert hat. Ja. Man versucht dann natürlich Umwege zu machen, geht aber nicht. Ja. Also gut. Viel Spaß und vielleicht habt ihr ja Lust, mal bei mir vorbeizuschauen. Ciao.